Alle reden immer von Community Building, doch was soll das mit der Freestyle WM in St. Moritz tun und was soll das mit jetzt tun? Ich bin Silvia Prinzigalli, ich arbeite bei Easy Projects und habe täglich mit Community Building zu tun. Ich glaube, Communities waren früher die, wir waren im Verein oder im Sportverein oder so sind Gruppierungen und dann haben wir uns zusammengefunden und haben die gleichen Interessen gehabt und haben vielleicht auch Freunde gefunden. Und jetzt durch das ganze Social Media und all die Netzwerke finden wir Community auch im Internet. Und dadurch können wir auch nach einem Event oder nach dem Zusammenkommen auch Community bleiben. Also das Ziel ist es, dass wir das ganze Know-how, das wir dort zusammenbringen von all diesen Expertinnen und Experten, können einen Topf hineinwerfen und sinngebend können Lösungen finden, wie wir auch Community längerfristig bilden für diesen Event. Willst du mehr über Community Building im Bereich Grossveranstaltung erfahren, dann nimm am Workshop teil und melde dich für das Snow Sport Summit in St. Moritz an.